Mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video betrachten wir die Fertigungsverfahren, Fertigungs- oder auch Produktionsverfahren, die es gibt. Und was gibt es da? Wie so oft eine solche Struktur? Beginnen wir mal mit der Massenfertigung. Massenfertigung bedeutet hohe Stückzahl, der Name Masse sagt es schon, hohe Stückzahl und einfache Produkte. Einfache Produkte, also Gummidichtungen zum Beispiel. Ja, das sind Produkte, die in Massenfertigung gefertigt sind. Briefumschläge, das ist Massenfertigung. Dann gibt es die Sortenfertigung. Die Sortenfertigung ist eine Spielart der Massenfertigung. Sorten sind Varianten eines Grundproduktes, also Flipchart-Schreiber in Rot, Gelb und Grün. Varianten eines Grundproduktes. Wie der Name schon sagt, es gibt verschiedene Sorten von dieser einen Sache. Apfelsorten, ja, zum Beispiel Sortenfertigung. Dann gibt es die Serienfertigung. Die Serienfertigung hat wie die Massenfertigung hohe Stückzahlen. Hohe Stückzahlen, aber jetzt kommt der wesentliche Unterschied, nämlich komplexe Produkte. Komplexe Produkte. Ja, hier ist der Unterschied. Hier haben wir bei der Massenfertigung einfache Produkte, bei der Serienfertigung haben wir komplexe Produkte. Und dann gibt es noch die Einzelfertigung. Ja, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen, denn der Name Einzelfertigung sagt es schon. Das kann ein Haus sein, wenn dieses Haus nur ein einziges Mal so gebaut wird. Das kann ein Maßanzug sein. Das ist Einzelfertigung. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Dort baue ich eine ganz spannende Sache auf, nämlich neue Wege BWL zu lernen, entwicklungsorientiert, ja, nicht so statisch wie in den Büchern, verständlich. Schauen Sie rein, spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.